Jo, was geht ab, Freunde, und willkommen zu der 52. Folge von den Minecraft-Fakten der Woche. Ja, es gibt jetzt auch wieder regelmäßig Fakten. Das heißt, jede Woche am Montag, nächste Woche Montag, übernächste Woche Montag und so weiter und so fort gibt es drei Minecraft-Fakten. Und ja, also wie ich euch kenne, freut ihr euch natürlich drauf. Ihr habt jetzt auch schon lange wieder auf diese Folge gewartet. Und dass wir hier nicht lange um den heißen Brei reden, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich sag's gerne immer wieder, schreibt mir natürlich wieder eure Fakten, die ich noch nicht drangenommen habe, in die Kommentare jetzt unter diesem Video, dass ich die in der nächsten Folge wieder rauszoomen kann. Diese Fakt zum Beispiel ist jetzt nicht von euch, aber die ist mir selbst so in den Kopf geschossen. Und ja, also, dass ich für die nächsten kommenden Folgen wieder genug Fakten habe. Und ich könnte natürlich euren Namen auch erwähnen, wenn ihr die Fakten schreibt. Gut. Also, die erste Fakt ist, ich habe jetzt hier mal so Spinnen eingekesselt in Glas. Ich glaube, es würde auch gehen, wenn hier jetzt andere Blöcke, also solide Blöcke wie Sandstein oder so, platziert werden, weil Glas ist jetzt nicht wirklich solide, weil zum Beispiel ein Redstone-Signal geht nicht durch, aber ich glaube, es geht auch mit anderen Blöcken. Man merkt es zum Beispiel auch, wenn man eine Höhlenspinnenfarm hat. Das merke ich da zum Beispiel immer. Wenn ich da so eine Kante habe, hier so zwischen zwei, wenn ich da zwischen zwei Blöcken so stehe, wie hier jetzt. Wartet, das wollte ich euch zeigen. Die Spinnen können mich nämlich hier durch die Kante angreifen. Seht ihr das? Jetzt greifen sie mich an. Ich komme dann nicht mehr hin. Oh doch, jetzt. Das ist immer unterschiedlicher. Also. So, hier oben geht's auch manchmal nicht. Warte mal. Komm, greif ich an. Komm. Na, was ist los? Jetzt da. Ja, seht ihr? Jetzt kann ich da oben auch nicht hin. Oh Mann, ich traue mich nicht mehr. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass ich, dass die zwischen so eine Kante da mich angreifen können. In diesem Zwischenbereich hier. Also diese Spinnen, das sind schon flinke Viecher, ne? Komm, mach's mal. Hier. Wer will? Wer hat noch nicht? Komm, greif mich an. Komm. Mach. Tu es. Es müssen manchmal auch mehr an einem Fleck sein. Das ist richtig weird. Na, jetzt. Jetzt waren da zwei. Jetzt haben sie mich angegriffen. Also es gibt meistens nur, wenn da mehrere in einen an derselben Position sind. Das ist komisch, aber ja, es war Fakt 1. Zweiter Fakt ist eigentlich ziemlich strange und die habe ich selbst in Mining Island bei mir gefunden. Und zwar folgendes. Also es gibt ja hier diese Abbaureichweite und zwar habe ich jetzt hier einen Block, ne? Und um den abzubauen, muss ich in einer bestimmten Reichweite sein, in einem bestimmten Radius von 4 Blöcken, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt kann ich nicht abbauen, wenn ich jetzt näher dran gehe. So, jetzt kann ich ihn abbauen. Und ihr seht es schon gleich, es ist schon gleich passiert, es passiert eigentlich nur selten. Die Abbauanimation ist gefreezed. Und ja, wenn ich jetzt einfach nochmal hingehe, linksklick, zack, dann ja, ist es wieder normal. Und was ihr dazu tun müsst, ist einfach nur die ganze Zeit vor- und rückwärts laufen, bis ihr aus der Abbaureichweite halt raus seid. Die ganze Zeit einfach auf der Maus drauf bleiben. Und immer zack, jetzt habe ich es. Ja, so geht es eigentlich die ganze Zeit. Einfach die ganze Zeit auf linksklick drauf bleiben. Und wenn ihr dann aber einen anderen Block wieder anklickt, dann ist es wieder weg. Und ja, das ist eigentlich schon die Fakt. Ihr könnt die Abbauanimation von dem Block freezen. Und wenn ihr dann halt, zum Beispiel wenn es jetzt Obsidian sein sollte, und dann müsst ihr einfach auf Linksklick draufbleiben und zack, dann könnt ihr wieder weiter den Block weiter abbauen. Wenn ihr runtergeht, dann ist die Abbauanimation wieder weg. Die dritte und letzte Fakt für diese Woche ist von einem Redditor. Er nennt sich Vaghadar und er hat gepostet, dass man hier zum Beispiel, also ihr wisst ja bestimmt alle, dass man eine normale Spitzhacke hier, eine unverzauberte mit einer verzauberten zusammentun kann, also um zu reparieren halt, und dann kommt halt eine normale unverzauberte raus, also die Verzauberung geht dabei verloren. Also in einem Amboss übrigens ist das anders, also da bleibt die Verzauberung dann dran. Und wenn ihr jetzt allerdings hier, warte mal, ich möchte mal kurz probieren, habe ich noch nicht gemacht. Okay, das in einem Amboss kann man keine Karotte und eine Angel zusammentun. In der Werkbank schon und deswegen hier eine verzauberte Angel und eine Karotte, zack, ergeben. Oh, das ist komisch. Das ist sehr, sehr komisch jetzt gerade. Man kann eine beschädigte Angel nicht mit einer Karotte vereinen, okay.
Das habe ich noch nicht gewusst. Jetzt muss ich mal kurz hier. Warte mal, da muss ich jetzt hier. Warte mal. Ich bringe das hier noch zum Laufen, Freunde. Warte. Auf jeden Fall ist eigentlich die Fakt, dass man eine verzauberte Angel mit einer Karotte zusammentun kann, dass man eine Karotte am Spieß hat. Und dann bleibt die Angel verzaubert. Überraschenderweise. Also, weil das ist ja sowas, oder kommt einem so vor, als würde man halt Spitzhacken hier reparieren, obwohl es jetzt gerade, wie man gesehen hat, nicht das ist. Weil man kann keine beschädigte Angel mit einer Karotte zusammen vereinen, was eigentlich jetzt nur mal ein Fakt war. Und ja, okay, also damit war es jetzt endlich mal mit dieser 52. Folge von den Fakten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, wäre eine positive Bewertung echt richtig nice. Und wie gesagt, schreibt eure Fakten, die ich noch nicht drangenommen habe, in die Kommentare. Ich würde mich freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Montag bei den nächsten Fakten der Woche. Haut rein und eine schöne, entspannte Woche noch. Tschüss. Yeah.